Anton Bärreuter. Wir kriegen von dir da einen super cooler Ländlerodel, um an die Vollerte User zum Verlosen. Was gibt es denn da so für Sicherheitsmerkmale bei einem Rodel? Beim Rodel gibt es ein Qualitätsgütesiegel vom österreichischen Rodelverband. Der muss gewisse Kriterien erfüllen, dass er das Gütesiegel kriegt. Einmal ist, dass der Rodel in sich beweglich gebaut ist. Mhm. Und einmal, dass er unter die Kufenägung am Bogen ist. Und dass die Kufen auch schräg gestellt sind. Dass man also eine gute Führung auf der Schneefahrbahn hat. Unter das lässt sich der Rodel gut lenken und steuern und kann eigentlich sicher fahren mit dem Rodel. Nein, in dem Fall steht dem Rodelvergnügen nichts im Weg und der oder diejenige, der einen gewinnt, kann sicher in die Rodelsaison starten. Wichtig ist auch, dass man beim Rodeln gute Schuhe anlegt, einen Helm und auch eine Skibrücke. Genau, dann kriegen Sie eh mit dazu mit dem Sicherheitspaket vom KFV und sicher von Radlberg. Also mit dem kann wirklich gar nichts schief, würde ich sagen. Ja. Am besten ist zuerst der Berg runterfahren und den Einkehrschwung erst im Tal machen. Ganz genau, so schaut's aus.